Hinter sich zu setzen. Das ist Clay Bertrand. Diesen Mann habe ich bei David Ferret gesehen. Sie behaupten, dass Sie ihn gesehen hätten. Ein stadtbekannter Homosexueller. Verurteilt wegen Zuhälterei und Anstiftung zur Prostitution. Ein Mann, der sein Leben lang gelogen hat. Und jetzt erwartet der von Ihnen, dass Dieser Sie ihm Mann, glauben. Der da. Das ist es, Sir. Der war an der Poncha Trainmauer. Neben dem Mann, der den Präsidenten erschossen hat. Ich erinnere mich genau. Er hat gehumpelt. Ein Heroinsüchtiger, ein Fixer, der sich an der Mauer einen Schuss setzt, der kaum in der Lage ist, seine Umwelt wahrzunehmen. Ist das wirklich der Mann? Oder ist es nur ein Produkt meiner Fantasie? Die Katze streckt sich und die Auster schält sich selber. Und zwei ist fünf und nicht vier und nicht sechs. Bertrand ist nicht Shaw, Pfadfinder, Ihre Worte. Und mein Ehrenwort ist heilig. Einspruch, Euer Ehren. Dean Andrews ist wegen Meineides in dieser Angelegenheit verurteilt worden. Einspruch, der Fall ist in der Berufung. Euer Ehren, wir rufen den Polizeibeamten Aloysius Habeckhorst in den Zeugenstand. Ich muss die Geschworenen bitten, den Saal zu verlassen. Was? Vorname, zweiter Name, Nachname? Clay Laverne Shaw. Der Beschuldigte hatte keinen Anwalt bei mein der Befragung. Gott, seit Urzeiten wird bei so einer Prozedur nach dem Alias. Ich entscheide nach dem, was ich sehe. Haben Sie einen Decknamen benutzt? Mr. Shaw. Clay Bertrand. Mr. Shaw. Mr. Shaw. Wo steht denn geschrieben, dass ein Anwalt anwesend sein muss bei ich so einer Prozedur? Ich erkläre es für unzulässig. Ich erkläre Aber es für unzulässig. Daran hängt doch die ganze Anklage. Wenn das Ihre Anklage sein soll, dann gibt's keinen Fall. Ich würde diesem Officer Habeckhorst sowieso kein Wort glauben, egal was er sagt. Und das sagen Sie hier im Gerichtssaal? Ist ja nicht zu fassen. Ja, das habe ich gesagt. Die Geschworenen können reinkommen. Oswald? Nein, habe ich nicht. Haben Sie jemals Dean Andrews angerufen? Nein, habe ich nicht. Haben Sie irgendwann mal David Ferry kennengelernt? Nein, ich habe nicht mal gewusst, wie er ausgesehen hat, bis man mir jetzt die Fotos von ihm gezeigt hat. Sind Sie unter dem Namen Clay Bertrand aufgetreten? Nein. Kann ich ausschließen. Vielen Dank, Mr. Shaw. Wir haben eben die eindrucksvolle Vorstellung eines Schauspielers erlebt, Euer Ehren, aber von der Wahrheit sind wir genauso weit entfernt wie vorher. Nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Staatsanwaltschaft gegen Clay Shaw Anklage erheben wird wegen Meineides. Nicht ein wahres Wort war in den Antworten, die... Ich verwarne Sie wegen Missachtung des Gerichts. Setzen Sie sich! Habe ich niemals vorher gesehen. Tut mir leid, ich wüsste Internationale nicht... Internationale Handelsmarkt. Das sagen Sie hier im Gerichtssaal, das Wort ist nicht zu wissen. Um den Beweis zu liefern, dass Clay Shaw an einer Verschwörung beteiligt war, müssen wir zunächst beweisen, dass mehr als nur ein Mann für den Mordanschlag verantwortlich war. Und zu diesem Zweck... müssen wir den Zapruder-Film ansehen, den wir beschlagnahmt haben. Die amerikanische Öffentlichkeit hat ihn noch nicht... Die amerikanische Öffentlichkeit hat den Film noch nicht gesehen, weil er während der letzten 5 Jahre in einem Tresor aufbewahrt wurde, im Time-Life-Gebäude in New York City. Und dafür gibt es einen Grund. Sehen Sie selber. Diese Bilder sprechen doch eine deutliche Sprache. Die Warren-Kommission hat gedacht, damit sei der Fall geklärt. 3 Kugeln, 1 Attentäter. Aber 2 nicht voraussehbare Dinge sind an diesem Tag passiert, die zu diesem Schluss nicht passen. Erstens, dieser 8mm Amateurfilm, den Abraham Zapruder vom Grashügel aus aufgenommen hat. Und zweitens, der 3. Verwundete, James Tay. Er wurde von einem Splitter gestreift. Er hat an der Dreierunterführung gestanden. Die Zeitspanne von exakt 5,6 Sekunden, die der Zapruder-Film erfasst, lässt keine Möglichkeit für einen 4. Schuss zu. Folglich muss der Splitter, durch den Take leicht verletzt wurde, durch eines der 3 Geschosse verursacht worden sein, die aus dem Schulbuchlagerhaus abgefeuert wurden. 2 bleiben also noch übrig. Und 1 davon traf nachweislich Kennedy tödlich am Kopf. Jetzt bleibt also nur noch 1. Ein einziges Geschoss für die 7 verschiedenen Wunden bei Kennedy und Connolly.
Aber es wird nicht etwa an Verschwörung gedacht und weiter nachgeforscht? Die Warren-Kommission entscheidet sich für eine Version, die ihr von einem jungen, ambitionierten Anwalt angeboten wird, Arlen Specter. Eine der größten Lügen, die jemals dem amerikanischen Volk zugemutet wurde. Wir kennen sie alle als die Theorie der magischen Kugel. Diese magische Kugel dringt in den Rücken des Präsidenten ein, abwärts gerichtet in einem Winkel von ungefähr 17 Grad. Dann bewegt sie sich aufwärts, um den Körper vorn am Hals zu verlassen. Wunde Nummer 2. Jetzt verharrt sie 1,6 Sekunden, vermutlich freischwebend in der Luft. Dann rechts, dann links. Erst rechts, dann links. Bei diesem Slalom trifft sie schließlich Connelly an der rechten Schulter. Wunde Nummer 3. Danach wandert sie wieder abwärts um 27 Grad, zerschmettert Connelly die fünfte Rippe und verlässt den Körper in Brusthöhe auf der rechten Seite. Wunde Nummer 4. Jetzt macht sie rechts umkehrt und dringt zum zweiten Mal ein, diesmal ins rechte Handgelenk. Wunde Nummer 5. Zersplittert den Speichenknochen. Dann verlässt die Kugel das Handgelenk. Wunde Nummer 6. Sie wechselt spektakulär die Richtung und bohrt sich in Connellys linke Hüfte. Wunde Nummer 7, aus der sie später einfach wieder rausrutscht. Und in fast fabrikneuem Zustand wird sie rein zufällig auf einer Trage im Krankenhaus entdeckt. Eine magische Kugel. Jeder, der im Krieg war, wird Ihnen bestätigen, dass es so etwas noch nie gegeben hat. Ein einmaliger Fall in der Geschichte der Schusswaffen. Aber die Regierung behauptet, sie kann es beweisen, mit Hilfe physikalischer Experimente in einem Nuklearlabor. Natürlich kann sie das. In der Theorie können Physiker auch beweisen, dass ein Elefant mit seinem Schwanz an einem Gänseblümchen von einer Klippe herunterhängt. Lassen Sie sich nichts erzählen, benutzen Sie Ihren Verstand. Die Ballistikexperten der Army haben vergleichende Schussexperimente durchgeführt. Nicht eine Kugel konnte das, was die hier konnte. Sehen wir uns Beweisstück C-856 an. Eine identische Kugel. Abgeschossen durch das Handgelenk eines Toten. Nur einer der Knochen, die die magische Kugel zerschmettert hat. Das waren 7 Einschüsse, Gentlemen. Feste Haut. Stabile Knochen. Diese Theorie mit der einzelnen Kugel ist die Grundlage für die Behauptung der Warren-Kommission, dass es ein Einzeltäter war. Wenn man aber schlussfolgert, dass die magische Kugel nicht 7 Wunden verursacht haben kann, dann muss man logischerweise von einem 4. Schuss ausgehen und einem 2. Schützen. Und wenn es einen 2. Schützen gegeben hat, dann ist es ebenfalls logisch, dass es eine Verschwörung gegeben hat. Und daran beteiligt war nach unserer Meinung der Angeklagte Clay Shaw. 51 Zeugen haben damals ausgesagt, sie hätten Schüsse gehört. Von diesem Grashügel hier, rechts von der Straße, vor dem Wagen des Präsidenten. Die Hauptzeugen dafür? Charles Brem, ein Kriegsveteran. Gleich hinter ihm Gene Hill und Mary Mormont. S.M. Holland, Richard Dodd, James Simmons. Die drei stehen auf der Brücke. J.C. Price, er hat den Überblick über die ganze Plaza. William Newman, Vater von 2 Kindern, der sich auf der Nordseite der Elm Street zu Boden wirft, als die Schüsse fallen. Abraham Zapruder. Dieser sehr wichtigen Zeugen hat auch nur den geringsten Zweifel daran, dass einer oder mehrere Schüsse hinter dem Bretterzaun abgefeuert wurden. 26 Leute vom medizinischen Personal des Parkland Hospitals haben mit eigenen Augen gesehen, der Hinterkopf des Präsidenten war glatt weggesprengt. Dr. Peters. Es gab eine große, etwa 7 cm breite Öffnung im Bereich des Scheitelbeins. Ein erheblicher Teil der Gehirnmasse war gar nicht mehr da. Schätzungsweise ein Fünftel oder möglicherweise noch mehr des hinteren Schädels war weggesprengt worden und die Gehirnmasse war ausgetreten. Wann ist der richtige Zeitpunkt, jemanden für tot zu erklären, damit er die letzte Weihe erhält? Teile der abgesprengten Schädeldecke hingen noch an der Kopfhaut. Das Austrittsloch am Hinterkopf war ungefähr 120 mm breit. Keiner der zivilen Ärzte, die den Präsidenten im Parkland Hospital untersucht haben, hat in der Wunde an der Kehle etwas anderes als eine Einschusswunde gesehen. Dann wurde die Leiche rechtswidrig nach Washington zur Autopsie gebracht. Im Fall eines Staatsstreiches besteht nämlich ein wesentlicher Unterschied zwischen einer Autopsie, die zivile Ärzte durchführen, und einer solchen, die von Militärärzten auf Befehl vorgenommen wird. Als die Air Force One an jenem Nachmittag von der Startbahn abhob, war es weniger ein Start als eine Flucht mit dem soeben vereidigten Präsidenten. Einspruch, Euer Ehren. Stattgegeben. Und schon während des Fluges wurde allen Passagieren die Schuld von Lee Harvey Oswald durch das Weiße Haus bekannt gegeben, bevor überhaupt eine Untersuchung eingeleitet werden konnte.
Damit nahm die Version vom wahnsinnigen Einzeltäter Gestalt an. Ich erhebe Einspruch, euer Ehren. Stattgegeben. Mr. Garrison, verspritzen Sie bitte hier kein Gift. Die drei Ärzte vom Militär ausgesucht, die Leiche im Bethesda Marine Hospital examinierten, ließen zu wünschen übrig, denn keiner von ihnen hatte nennenswerte Erfahrungen mit Kriegsverwundungen. Nach dieser Autopsie gibt es nun 8 Wunden. 3 an Kennedy, 5 an Connolly. Von insgesamt nur 2 Geschossen. Und eins davon ist die magische Kugel. FBI? Hier. Colonel Fink, wollen Sie andeuten, Sie hätten Anweisung gehabt, den Hals nicht zu sezieren? Man hat mir gesagt, die Familie wünscht, dass der Kopf untersucht wird. Großer Gott, die halbe Gehirnmasse ist ja weg. Bitte wie? 653 Gramm. Als Pathologe hatten Sie doch die Pflicht, jeder nur möglichen Todesursache nachzugehen, oder nicht? Die Todesursache war ja für mich Euer klar. Ehren, bitte veranlassen Sie den Zeugen, meine Frage korrekt zu beantworten. Warum hat Colonel Fink die Spur der Kugel im Körper nicht untersucht? Ich habe gehört, wie Dr. Hume gesagt hat. Das reicht. Das reicht. Ist hinreichend abgeklärt. Dann wollen wir uns mal den Rücken ansehen. Nehmen Sie den Kopf. Hier, Rückenmarksflüssigkeit auch aus dem rechten Ohr. Danke. Ich kann das Ende der Wunde mit dem Finger tasten. Nicht notwendig, Commander. Das Ohr, das Ohr. Ja, yes. In den Rücken geschossen. Verdammte Schweinerei. Wer hat hier das Kommando? Das habe ich. Ich erinnere mich nicht an den Namen. Es waren eine Menge Leute da. Und wenn man unter solchen Umständen geholt wird, um den toten Präsidenten zu untersuchen, dann guckt man sich nicht lange um und fragt die Leute nicht, wer sie sind und wie sie heißen. Sie sind ein hochqualifizierter Pathologe. War dieser Armeegeneral das auch? Nein. Aber Sie haben sich nach seinen Anweisungen gerichtet. Ja. Also hat er die Autopsie geleitet? Nein. Nicht? Nein, da waren auch noch andere. So. Alle möglichen Leute. Da waren Admirale. Ach, auch Admirale? Ja, und wenn Sie Lieutenant Colonel in der Army sind, sind Sie gewohnt, Befehle auszuführen. Damit wir uns richtig Zum Schluss verstehen. Der Autopsie wurden wir ausdrücklich darauf hingewiesen, darüber zu sprechen. Ich glaube, von Admiral Kenny, dem ranghöchsten Navy-Arzt, mit niemandem über diesen Fall zu sprechen. An diesem Tag haben eine Menge Leute darüber entschieden, was privat war. Was das amerikanische Volk nichts anging. Der Chefpathologe, Commander Hughes, erklärt, dass er aus freien Stücken seinen Autopsiebericht verbrannt hat. Die blutverschmierte Limousine, die voller Schusslöcher und damit voller Hinweise ist, wird auf Anordnung von Präsident Johnson sofort gereinigt und wieder aufgebaut. Connellys blutigen Anzug lässt er sofort in die Reinigung schicken. Die Justizbehörde verweigert der Staatsanwaltschaft den Zugriff auf die Autopsiefotos. Und als wir endlich eine gerichtliche Verfügung haben, um Kennedys Gehirn im Nationalarchiv zu untersuchen, in der Hoffnung herauszufinden, aus welcher Richtung der Schuss gekommen ist, da erklärt die Regierung, die Sie gewählt haben, dass bedauerlicherweise das Gehirn des Präsidenten verschwunden ist. Es hat sich noch mehr in Luft aufgelöst. Der Glaube an die Gerechtigkeit. Einspruch, euer Ehren. Nicht nur, dass Mr. Garrison die Bundesregierung beleidigt, sondern darüber hinaus abgelehnt, auch noch versucht... Abgelehnt, abgelehnt. Was ist denn nun an diesem Tag wirklich geschehen? Lassen Sie uns mal spekulieren. Wie war das also? Da gab es den Zwischenfall mit dem Epileptiker um 11:45. Dadurch war die Polizei abgelenkt und die Schützen konnten unbeobachtet ihre Position einnehmen. Der Epileptiker war dann plötzlich verschwunden und wurde auf ein Jena Krankenhaus eingeliefert. Team A geht ins Schulbuchlagerhaus, in den 6. Stock. In der Woche waren dort Fußbodenarbeiten im Gange. Da konnten also Fremde ungestört rein und rausgehen. Kleine Verzögerung. Schnell nehmen die Männer ihre Position. Minuten vor dem Anschlag. Der zweite Koordinator, der mit den anderen Teams Verbindung hält, hatte von seinem Posten aus den besten Überblick. Team B, bestehend aus 2 Mann, bezieht Position in einem der unteren Stockwerke im Dortex-Gebäude. Eine dritte Gruppe, Team C, nimmt Aufstellung hinter dem Bretterzaun am Grashügel. Das sind die beiden, die Libaus zufällig vom Signalturm des Güterbahnhofs aus beobachtet hat. Sie hatten von allen die günstigste Position. Kennedy aus nächster Nähe, im flachen Schusswinkel. Zu diesem Team gehört auch ein Koordinator, der sich als Sicherheitsbeamter ausgibt und mehrere Leute vom Parkplatz verscheucht. Möglicherweise sind auch noch 2 oder 3 Mitverschwörer irgendwo in der Menge auf der Elm Street. Insgesamt 10 bis 12 Leute. 3 Teams, 3 Schützen. Dreifache Überschneidung der Schussbahn. Clay Shaw und David Ferry hatten darüber vor 2 Monaten diskutiert. Sie sind das ganze Areal abgeschritten, kennen jeden Zentimeter. Sie haben an beweglichen Zielen geübt, sie haben ihre Zielfernrohre justiert. Sie sind bereit. Kennedys Wagenkolonne biegt von der Main Street in die Houston Street ein. Es wird eine todsichere Sache.
Sie schießen nicht auf ihn, während er die Houston Street raufkommt, wo für einen einzelnen Schützen im Schulbuchlagerhaus die günstigste Gelegenheit wäre. Sie warten, bis Kennedy die Todeszone zwischen den drei Gewehren erreicht hat. Die letzte Kurve. Der Wagen des Präsidenten biegt von der Houston in die Elm Street ein, mit einer Geschwindigkeit von weniger als 12 Meilen. Äußerste Konzentration bei den Schützen an der Dealey Plaza. Sie nehmen ihr Ziel ins Visier. Sie warten auf das Kommando über Funk. Grün, grün oder Abbruch, Abbruch. Jetzt fällt der erste Schuss. Er hört sich an wie eine Fehlzündung und verfehlt das Ziel völlig. Bild 161. Kennedy hört auf zu winken, als er den Knall hört. Connelly dreht den Kopf leicht nach rechts. Bild 193. Der zweite Schuss trifft Kennedy von vorn in die Kehle. Bild 225. Der Präsident kurz hinter einem Verkehrsschild. Jetzt kann man sehen, dass er getroffen ist. Er greift sich an den Hals. Der dritte Schuss, Bild 232, trifft Kennedy in den Rücken und reißt ihn nach vorn runter. Bei Connelly dagegen kein Anzeichen dafür, dass er getroffen ist. Wir sehen, wie er seinen Stetson hält, was bei einem zerschmetterten Handgelenk unmöglich wäre. Connelly dreht sich wieder um, Bild 238. Der vierte Schuss. Er verfehlt Kennedy und trifft Connelly in den Rücken. Mit diesem Schuss ist bewiesen, dass es bisher zwei Gewehre waren. Connelly schreit auf, mein Gott, sie bringen uns alle um. Zu diesem Zeitpunkt verfehlt ein weiterer Schuss den Wagen und streift James Tate, der an der Unterführung steht. Der Wagen des Präsidenten bremst ab. Der sechste und tödliche Schuss, Bild 313, trifft Kennedy von vorn in den Kopf. Das ist der entscheidende Schuss. Sie sehen's nochmal. Der Kopf des Präsidenten sinkt nach hinten, fällt nach links. Der Schuss kam von vorn rechts, also nicht aus dem Schulbuchlagerhaus, was gar nicht möglich gewesen wäre. Nochmal bitte. Nach hinten zurück und nach links. Sehen Sie? Nach hinten, nach links. Nach hinten, nach links. Nach hinten und nach links. Was passiert jetzt? Durcheinander. Chaos. Wir haben ihn erwischt. Jetzt weg. In Windeseile nehmen sie ihre Waffen auseinander, bis auf eins, das Oswald-Gewehr. Streifenpolizist Joe Smith läuft rüber zum Parkplatz hinter dem Zaun. Er riecht Schießpulver. Als ich auf ihn zugegangen bin, hat er mir seinen Ausweis gezeigt, einen Ausweis vom Geheimdienst. Suchen, können Sie sich ausweisen? Haben Sie sonst noch jemanden gesehen? Nein, hab keinen gesehen. Damit habe ich mich zufrieden gegeben, hab ihn gehen lassen und weitergesucht. Später habe ich mir Vorwürfe gemacht. Der Mann hat mehr wie ein Automechaniker ausgesehen. Offenes Sporthemd und Jackett, aber schmutzige Fingernägel. Später hat mich das, wie gesagt, stutzig gemacht, aber zu dem Zeitpunkt in der Hektik und allgemein Panik. Alle Leute des Secret Service waren an diesem Tag in Dallas voll im Einsatz. Aber zu Fuß war keiner unterwegs, weder vor noch nach dem Attentat. Forrest Sorrells, der Leiter der Abteilung, war um 5 vor 1 wieder in seinem Büro. Was hat sich noch an der Dealey Plaza ereignet? Mindestens 12 Personen wurden von der Polizei vorübergehend festgenommen. In den Akten findet sich darüber kein Hinweis. Männer, die sich wie Landstreicher benahmen, wurden aus Zügen gezerrt. Man führt sie über die Plaza und fotografiert sie. Auch darüber steht nichts in den Akten, keine Aufzeichnung. Männer, die sich als Geheimdienstagenten ausgeben, sind plötzlich an jeder Ecke. Aber wer von denen war wirklich echt? Und wo war Lee Harvey Oswald? Etwa 12:15 will die Sekretärin Carolyn Arnold auf die Straße, um zu winken, und sieht im Vorbeigehen Oswald in der Kantine im zweiten Stock, wo er sich angeblich eine Cola holen wollte. Also er hat da am Tisch gesessen, gleich rechts, wenn man reinkommt. Er war wie immer allein. Anscheinend hat er gerade Mittagspause gemacht. Gesprochen habe ich nicht mit ihm, aber ich habe ihn deutlich erkannt. Zur gleichen Zeit sitzt Bonnie Ray Williams im 6. Stock und isst sein Hühnchen. Bis 12:15, höchstens 12:20. Er sieht niemanden. Arnold Rones steht unten auf der Straße, guckt nach oben und sieht da zwei Männer an einem Fenster im 6. Stock. Da muss Bonnie Ray Williams schon wieder weg gewesen sein. John Powell in seiner Zelle im 6. Stock des Bezirksgefängnisses sieht die beiden Männer ebenfalls. Viele von uns haben die gesehen. Es wurde rumgeschrien und krakeelt. Wir haben gedacht, die sind vom Sicherheitsdienst. Wenn Oswald wirklich der Attentäter war, dann hat er sich nachlässig verhalten und sich sehr leicht schnappen lassen. Er hat der Polizei später gesagt, dass er in der Kantine im 2. Stock war. Vielleicht hat er da am Telefon auf Anweisungen gewartet. Aber es kam kein Anruf. Höchstens 90 Sekunden nach dem Todesschuss auf Kennedy trifft Streifenpolizist Marion Baker Oswald ebenfalls hier in der Kantine. Hey, Sie!
Kennen Sie den Mann? Arbeitet er hier? Ja, ja, so ist es, Sir. Der Präsident ist erschossen worden. Die Warren-Kommission will uns einreden, dass Oswald innerhalb von 5,6 Sekunden drei Schüsse aus einem Repetiergewehr abgibt und die drei Patronenhülsen dann schön ordentlich aufgereiht dort zurücklässt. Er wischt seine Fingerabdrücke ab und versteckt die Waffe auf der anderen Seite des Speichers. Dann spurtet er 5 Treppen runter, vorbei an den Zeuginnen Victoria Adams und Sandra Stiles, die ihn nie gesehen haben. Und schon ist er auch wieder ganz ruhig und gelassen im zweiten Stock, wo ihn Polizist Baker trifft. Alles in der Rekordzeit von 90 Sekunden nach dem Attentat. Hey Sie, kennen Sie diesen Mann? Arbeitet er hier? Ja, ja, so ist es, Sir. Der Präsident ist erschossen worden. Ist er außer Atem? Nach Aussagen von Baker in keiner Weise. Angenommen, Oswald ist der einzige Attentäter, dann kommt er jetzt ohne Schwierigkeiten aus dem Haus. Je länger er bleibt, desto größer das Risiko, dass die Polizei alles abregelt. Ist er schuldig? Verschwindet er über die nächste Hintertreppe? Er denkt nicht daran. Er holt sich eine Cola und geht dann gemessenen Schrittes vorbei an Mrs. Reed im zweiten Stock, runter zu dem weiter entfernten Haupteingang, wo sich inzwischen die Polizei versammelt hat. Seltsam. Obwohl von hier 3 Schüsse abgegeben wurden, wird das Gebäude erst nach weiteren 10 Minuten abgeriegelt. Oswald geht ungehindert raus, wie andere Angestellte auch. Als ihm klar wurde, dass was schiefgelaufen war, dass der Präsident ermordet worden war, da wusste er, dass er in der Klemme saß. Dass er womöglich der Sündenbock sein würde. Vielleicht nur eine Intuition. Der Präsident ermordet, trotz seiner Warnungen, der Anruf, der nicht gekommen war. In diesem Augenblick hat Oswald vielleicht zum ersten Mal Angst gehabt. Oswald kommt gegen 1 Uhr in sein möbliertes Zimmer zurück, ungefähr eine halbe Stunde nach dem Attentat. Haben Sie schon gehört? Ein Mann hat den Präsidenten erschossen. Er zieht seine Jacke an, steckt seinen 38er Revolver ein und verlässt das Haus wieder um 1:04. Mrs. Roberts gibt an, dass ein Polizeiwagen vorgefahren ist und zweimal gehupt hat, während Oswald in seinem Zimmer war. Das könnte ein Zeichen gewesen sein. Zwischen 10:50 und 1:15 wird Polizist Tippett eine Meile weiter entfernt erschossen. Kein Mensch hat Oswald auf dem Weg dorthin gesehen. Aber die Regierung behauptet, er hätte diese Entfernung zurückgelegt. Er hätte für diese eine Meile mindestens 6 bis 11 Minuten gebraucht. Und dann den Mord begangen. Wohnen Sie hier in der Gegend? Dann macht er Kehrt und marschiert in entgegengesetzter Richtung eine Dreiviertelmeile bis zum Texas-Kino, wo er kurz vor 2:30 ankommt. Sportliche Leistung. Außerdem ergibt sich hier eine nützliche Schlussfolgerung. Denn warum hätte Oswald den Polizisten Tippett erschießen sollen, wenn er nicht der Attentäter war und Angst hatte, verhaftet zu werden? Domingo Benavides, der Augenzeuge, der der Tat am nächsten war, hat sich geweigert, Oswald als Mörder zu identifizieren. Er wurde ihm auch nie gegenübergestellt. Aquila Clemens hat außer dem Täter einen zweiten Mann gesehen. Beide sind in verschiedene Richtungen weggerannt. Mrs. Clemens war nie bei einer Gegenüberstellung. Und wurde auch nicht von der Warren-Kommission befragt. Am Tatort markiert Polizist J.M. Poe die leeren Patronenhülsen mit seinen Initialen als Beweismittel. Winchester, 38 Spezial. Diese Initialen waren aber nicht auf den 3 Patronenhülsen, die ihm die Warren-Kommission später vorgelegt hat. Bereits um 12.44 Uhr, nur 14 Minuten nach dem Attentat, kommt über Polizeifunk eine Täterbeschreibung, die auf Oswald passt. Als nächstes wird Oswald vom Schuhverkäufer Johnny Brewer beobachtet, wie er auf der Jefferson Avenue ziellos herumwandert. Oswald hat Angst. Mehr und mehr wird ihm die Tragweite der Aktion bewusst. Er geht jetzt ins Texas-Kino. Möglicherweise ist das ein vereinbarter Treffpunkt. Er hat zwar $14 in der Tasche, geht aber, ohne sich eine Eintrittskarte für 75 Cent zu kaufen, durch. Und Brewer veranlasst den Kassierer, die Polizei zu rufen. Im Handumdrehen erscheint eine ganze Armada von Streifenwagen mit mindestens 30 Polizisten vor dem Kino. Der interessanteste Fall von polizeilicher Hellsichtigkeit seit dem Reichstagsbrand. Das kaufe ich der Polizei nicht ab. Sie wussten es. Jemand hat gewusst, dass Oswald dort sein wird. Brewer ist sehr hilfsbereit. Von der Bühne aus zeigt er den Polizisten Oswald. Das ist er. Zeigt sie mir den Mann nochmal. Bitte stehen Sie auf, Sir. Es reicht. Verdammter Mörder! Ich widersetze mich nicht der Verhaftung! Ich widersetze mich nicht der Verhaftung! Die Polizei hat ihren Täter. So ist bereits entschieden worden. In Washington. Als er kurz darauf aus dem Kino abgeführt wird, wartet eine riesige Menge auf ihn und beschimpft ihn. Oswald muss sich gefühlt haben wie Josef K. in Kafkas Prozess. Er weiß nicht, warum er verhaftet worden ist. Er kennt nicht die unsichtbaren Mächte, die sich gegen ihn verschworen haben. Als man ihn ins Polizeipräsidium bringt, erfährt er den Grund der Festnahme. Mord an Tippett. Einen Anwalt bekommt er nicht.
Es existieren keinerlei Aufzeichnungen über die langwierigen Verhöre. Als am nächsten Morgen die Sonne aufgeht, steht er unter Anklage, den Präsidenten ermordet zu haben. Die Stimmung im Land ist von den Medien hochgeputscht und jeder hält ihn für schuldig. Der Nachtclubbesitzer Jack Ruby spielt die Rolle des Patrioten, der es Jackie Kennedy angeblich ersparen will, vor Gericht auszusagen. Er wird von seinen Freunden bei der Polizei in eine Tiefgarage geführt. Dort wartet er auf Lee Harvey Oswald, der rausgeführt wird wie ein Opferlamm. Ein Volksfeind, dessen man sich kurzerhand entledigen muss. Oswald! Wer trauert um Lee Harvey Oswald? Begraben in einer armseligen Grube, die seinen Namen trägt? Kein Mensch. Nur wenige Minuten später gehen Falschmeldungen und Verleumdungen über Oswald um die ganze Welt. Die Legende ist geboren und wird von den Medien bereitwillig verbreitet. Schillernde Lügen und der aufgesetzte theatralische Pomp des Begräbnisses von JFK verwirren das Auge und vernebeln den Verstand. Wie Hitler gesagt hat, je größer die Lüge, desto mehr Menschen folgen ihr. Lee Harvey Oswald, ein verwirrter, einsamer Mann, der Aufmerksamkeit wollte durch ein Attentat auf den Präsidenten, war nur der erste in einer langen Reihe von Sündenböcken. Ein Einzelfall? Nein. Bobby Kennedy, Martin Luther King, Männer, die mit aller Hingabe Veränderung und Frieden wollten. Was sie gefährlich machte für alle, die sich dem Krieg verschrieben hatten. Auch diese beiden wurden umgebracht von solchen Verwirrten und Verrückten. Man kann die Schuldfrage ja so leicht verdrehen, indem man einen Mord einem irren Einzeltäter in die Schuhe schiebt. Sind in diesem Land nicht viele zum Hamlet geworden, Kinder einer ermordeten Vaterfigur? Und die Mörder sitzen immer noch auf dem Thron. Der Geist von John F. Kennedy konfrontiert uns mit dem heimlichen Mord im Herzen des amerikanischen Traumes. Er zwingt uns Fragen auf, unangenehme Fragen. Worauf gründet sich unsere Verfassung? Was ist unsere Staatsbürgerschaft, mehr noch unser Leben wert? Wie steht es um die Zukunft der Demokratie, wenn ein Präsident ermordet werden kann? Ermordet unter widersprüchlichsten Begleitumständen und die Mühlen der Justiz mahlen nicht nur langsam, sie bewegen sich kaum. Wie viele politische Morde denn noch, getarnt als Herzinfarkt? Selbstmord, Krebs, Überdosis an Rauschgift. Was muss noch alles passieren? Wie viel Flugzeugabstürze, wie viele Autounfälle, bevor man erfährt, was dahinter steckt? Verrat darf Erfolg nicht krönen, hat ein englischer Dichter geschrieben. Was ist der Grund? Wäre er erfolgreich, wäre der Verräter kein dreckiger Hund. Die Öffentlichkeit kennt bis heute noch nicht den Zapruder-Film. Warum? Die amerikanische Öffentlichkeit hat auch die Röntgenbilder noch nicht gesehen und nicht die Fotos von der Autopsie. Warum nicht? Es gibt hunderte von Dokumenten, die eine Verschwörung eindeutig beweisen würden. Warum hält die Regierung sie zurück oder hat sie verbrannt? Jedes Mal, wenn meine Behörde oder Sie die Bürger Fragen gestellt oder konkrete Beweise gefordert haben, war die Antwort von oben immer dieselbe. Nationale Sicherheit. Was ist das für eine nationale Sicherheit, wenn man uns unserer führenden Köpfe berauben kann? Was ist das für eine nationale Sicherheit, die es zulässt, dass dem amerikanischen Volk fundamentale Rechte aus der Hand genommen werden und sich selbst als Schattenregierung die Macht zuschanzt? Diese Art von nationaler Sicherheit, meine verehrten Geschworenen, wenn etwas so aussieht, so riecht und so schmeckt, dann muss man es auch beim Namen nennen. Das ist Faschismus. Ich behaupte, das, was sich am 22. November 1963 abgespielt hat, war ein Staatsstreich. Und seine direkteste und verheerendste Auswirkung war die Missachtung von Präsident Kennedys Politik, der Abzug aus Vietnam. Der Krieg ist das größte Unternehmen in Amerika mit einem Umsatz von 80 Milliarden im Jahr. Präsident Kennedy wurde durch eine Verschwörung umgebracht, die auf höchster Regierungsebene bis ins Detail geplant war. Von fanatischen, kalten Kriegern ausgeführt, deren geistige Väter nicht nur in der CIA, sondern auch im Pentagon waren. Und mit dabei war Clay Shaw, der heute hier im Saal sitzt. Die Tat war eine öffentliche Hinrichtung, gedeckt und vertuscht von Gleichgesinnten im Polizeiapparat von Dallas, vom Secret Service, vom FBI und sogar vom Weißen Haus, bis in die höchsten Spitzen, bis J. Edgar Hoover und Lyndon B. Johnson. All diese Leute halte ich der Beihilfe für schuldig. Dieses Attentat hat den Präsidenten zu einer austauschbaren Figur gemacht. Seine Pflicht, seine Aufgabe ist es, so oft und eindringlich wie möglich das Verlangen dieser Nation nach Frieden zu betonen. Und gleichzeitig fungiert er im Kongress als eine Art Makler für das Militär und seine Waffenfabrikanten. Es gibt Leute, die halten mich für verrückt. Die Karikatur eines Südstaatlers, der mit aller Gewalt nach oben will.
Ob ich verrückt bin und der Verfolgungswahn leide, lässt sich leicht rausfinden. Fragen wir die Männer, die am meisten von dem Attentat profitiert haben. Den früheren Präsidenten Lyndon Baines Johnson und den neuen Präsidenten Richard Nixon. Ob sie nicht die 51 CIA-Dokumente rausrücken wollen über Lee Harvey Oswald und Jack Ruby. Oder den geheimen CIA-Bericht über Oswalds Aktivitäten in Russland, der plötzlich verschwunden war, als er fotokopiert werden sollte. Diese Dokumente gehören Ihnen. Eigentum des Volkes. Sie haben das bezahlt. Aber weil unsere Regierung sie für unmündige Kinder hält, die man mit der harten Realität nicht belasten darf, oder weil sie unter Umständen Selbstjustiz üben würden, können sie diese aufschlussreichen Dokumente erst in 75 Jahren sehen. Ich bin jetzt Anfang 40. Ich werde bis dahin mein Leben aller Voraussicht nach hinter mir haben. Aber ich sage schon heute meinem 8-jährigen Sohn, dass er sich fit halten soll für diesen glorreichen Septembermorgen im Jahre 2038. Dann kann er nämlich ins Nationalarchiv gehen und endlich erfahren, was CIA und FBI wussten. Aber vielleicht wird es dann immer noch abgelehnt. Vielleicht wird es ein Thema für viele Generationen. Vielleicht werden die Fragen weitergereicht vom Vater an den Sohn, von der Mutter an die Tochter. Aber irgendwann, irgendwo, bringt irgendjemand die ganze Wahrheit ans Licht. Das wäre gut. Es wäre weiß Gott gut, denn sonst müssten wir dafür sorgen, eine neue Regierung zu bekommen. Denn wie steht es schon in unserer Unabhängigkeitserklärung? Wenn das Alte nicht mehr funktioniert, dann geh eben einen Schritt weiter nach Westen. Ein amerikanischer Naturalist hat mal geschrieben, ein Patriot muss immer bereit sein, sein Land zu verteidigen. Auch gegen die gewählte Regierung. Ich möchte heute nicht in Ihrer Haut stecken. Sie haben vieles zu bedenken. Ich habe Ihnen Beweise vorgelegt, die der Öffentlichkeit bisher nicht bekannt waren. Können Sie sich noch an Ihre Kindheit erinnern? Da haben doch sicher die meisten von uns hier geglaubt, dass Gerechtigkeit selbstverständlich ist, automatisch kommt. Dass Rechtschaffenheit belohnt wird und dass das Gute über das Böse triumphiert. Wir wurden älter und erkannten, dass die Wahrheit anders aussieht. Gerechtigkeit wird immer von Menschen gemacht und Recht zu sprechen ist das Schwerste, was sich denken lässt. Weil die Wahrheit sehr häufig eine Gefahr für die Macht bedeutet. Und wer gegen die Macht kämpft, geht ein großes persönliches Risiko ein. Menschen wie S.M. Holland, Lee Bowers, Gene Hill, Willie O'Keefe. Sie sind dieses Risiko eingegangen. Sie haben nicht geschwiegen. Ich habe hier über 8.000 Dollar, die mir in Briefen geschickt wurden. Briefe an mein Büro aus dem ganzen Land. Dollarnoten, Vierteldollarmünzen, 10-Cent-Münzen von Hausfrauen, Klempnern, Autoverkäufern, von Lehrern, Invaliden. Von Menschen, die sich sowas gar nicht leisten können, aber es trotzdem tun. Das sind Leute, die unsere Taxis fahren, die unsere Kranken pflegen, deren Kinder in einen dreckigen Krieg ziehen nach Vietnam. Warum? Weil sie ein Herz haben. Weil sie endlich die Wahrheit wissen wollen. Weil sie ihr Land zurückhaben wollen. Denn dieses Land gehört immer noch uns, solange wir den Mut haben, für das zu kämpfen, woran wir glauben. Die Wahrheit ist unser wertvollstes, unser höchstes Gut. Denn wenn die Wahrheit nicht länger garantiert ist, wenn die Regierung die Wahrheit ermordet, wenn wir nicht in der Lage sind, auf die Herzen der Menschen zu hören, dann ist dies nicht das Land, in dem ich geboren bin und ganz sicher nicht das Land, in dem ich begraben sein möchte. Tennyson hat geschrieben, die Macht vergisst den sterbenden König. Das hatte nie mehr Gültigkeit als im Fall von John F. Kennedy, dessen Mord vermutlich einer der furchtbarsten Momente in der Geschichte unseres Landes war. Wir, das Volk und die Geschworenen, die heute zu Gericht sitzen über Clay Shaw. Wir repräsentieren die Hoffnung, die Menschlichkeit gegenüber der Macht der Regierung. Wenn Sie nun das tun, was zu tun ist, wenn Sie ihn für schuldig befinden, vor diesem hohen Gericht ergeht ein Urteil gegen Clay Shaw, dann fragt nicht, was euer Land für euch tun kann, fragt, was ihr für euer Land tun könnt. Und vergesst nicht euren sterbenden König. Zeigt es der Welt. Diese Regierung wird vom Volk getragen und von ihm respektiert und ist für das Volk da. Solange sie leben, darf es nichts Wichtigeres geben. Tun Sie Ihre Pflicht.